Was geht? Cory hier. Und im Januar habe ich 21 Tage Medien gefastet. Fasten ist so anstrengend. Ich habe auch gefastet. Ich habe Medien gefastet. Medienfasten ist doch kein echtes Fasten. Essen verzichten, das ist Fasten, ja. Ach, du bist so ein Heuchler. Wer versucht denn hier gerade zu verkaufen, dass er fastet? Was geht, Cory hier? Ich habe im Januar 21 Tage auf jegliche Medien verzichtet. Auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook, auf Netflix, auf meine PlayStation 5 verzichtet. Also alles außer christlichen Content. Also ich habe immer noch die Predigt angeguckt, ich habe auch online gespielt, um Gemeinschaft zu haben mit anderen Leuten, also mit Leuten, die ich kenne, nicht einfach irgendein Online-Spiel gespielt. Ah, siehst du, okay, jetzt hat jeder was anderes. Das heißt, wir müssen jetzt lesen und dann schauen, was wir haben. Sowas wie Scribble.io. Das, da malt der eine und der andere muss beantworten. Kennt ihr das? Wenn ja, dann schreibt es mir unten in die Kommentare. Vielleicht spielen wir mal zusammen. Ich habe die ersten 7 Tage auf Essen verzichtet, wie ihr wisst. Oder wisst ihr nicht? Wenn nicht, klickt hier oben. Könnt ihr das Video sehen? Ich kam also aus einer Fastenzeit, die für mich sehr intensiv war. Danach war ich eigentlich nicht so motiviert, weiter auf Medien zu verzichten, weil ich das irgendwie unnötig fand. Es war für mich eher ein Verschieben von, wie ich die Zeit nutze. Also anstatt unnötige YouTube-Videos habe ich mir christliche YouTube-Videos angeguckt. Anstatt PlayStation zu spielen, habe ich Schach gespielt. Anstatt Filme zu gucken, habe ich mit meiner Frau gepuzzelt. Also nicht falsch verstehen, diese Zeit war eine gute Zeit und es hat Spaß gemacht und sowas. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Zeit einfach nur anders genutzt habe, aber es ist nicht wirklich fastenbar. Aber als ich dann mehr und mehr meine Zeit im Gebet verbracht habe, in dem Bibellesen und dem Studieren, mich auseinandergesetzt habe mit vielen Themen und viele Gespräche hatte und meine Zeit mit Gott eher genutzt habe, also wirklich mit Gott genutzt habe, hat Gott mehr und mehr mit mir gesprochen. Wo die Fastenzeit eher für mich und für meine Veränderung war, hat die Medienfastenzeit mir Klarheit und neue Visionen für die Zukunft gegeben. Gott hat mir Menschen aufs Herz gelegt, um die ich mich kümmern soll, Projekte gegeben, an die ich arbeiten soll und Orte gegeben, wo ich dienen kann. Und mir nochmal so einen Schub gegeben und so eine neue Motivation. Meine Fastenzeit war anders, aber nicht weniger intensiv. Also, was ich daraus nehme, wenn wir also wirklich für Gott fasten, wenn wir wirklich auf Medien verzichten für Gott und nicht, weil Social Media gerade zu viel wird und ich verbringe so viel Zeit auf Social Media oder sonst wie, und wenn man die Zeit wirklich nutzt, um Gott zu suchen, dann kann Medienfasten auch in uns etwas bewirken. Ich merke natürlich auch im Nachhinein, dass ich gar nicht mehr so viel Lust habe, Medien zu konsumieren, PlayStation zu spielen und sowas. Und ich glaube, das ist das mit dem Beispiel mit den 2 Hunden. Den Hund, den du fütterst, der ist sozusagen im Endeffekt der Stärkere. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit Medien fütter und Medien nachgehe und Medien konsumiere, dann möchte ich natürlich noch viel mehr Medien konsumieren. Wenn ich aber nur Gott die Zeit gebe, wenn ich mehr Gott die Zeit gebe, dann werde ich auch viel, viel, viel mehr Gott Raum geben und Lust haben, Gottes Wort nachzugehen. Und so wird es wahrscheinlich auch jetzt wieder sein, dass ich immer wieder ein bisschen Medien reinlasse und dann wird das immer größer und größer und dann brauche ich wieder diesen Break, diese Fastenzeit, die mich wieder zurück auf eigentlich Gott und Medien, okay, ist mal gut abzuschalten, aber nicht so Medien und Gott, sondern Gott 100% und 0,0% ist Medien, naja, wie auch immer das aussieht, bei Gott ist alles möglich. Also, das waren meine 21 Tage Medienverzicht. Habt ihr noch Fragen oder eigene Erfahrungen? Schreibt sie unten in die Kommentare. Ich höre gerne all die Kommentare, die ihr mir schreibt. Ich lese mir alles durch. Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Falls euch das Video gefallen hat, ein Daumen hoch wird mir helfen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Cory hier, ihr da. Alles klar.